Hallo und recht herzlich willkommen zum ersten Fahrvideo in 2024. Der Winter ist Gott sei Dank endlich vorbei und es wird ein recht kurzes Video. Ich habe gar keine großen Sehenswürdigkeiten mit eingeplant. Einfach Fokus liegt am Fahren, einfach dass die müden Knochen vom Winter ein bisschen reaktiviert werden, dass Mensch und Maschine wieder eine Einheit werden. Und ja, ich denke, die Technikvideos waren ganz gut, sind auch bei euch ganz gut angekommen. Gerade so die Navigationssache und mein Navigator 6, die Reparatur, war doch einiges an Interesse da, wo auch viele Kommentare gekommen sind. Ja, von dem her vielen Dank für den Support, auch über den Winter, wenn wir nicht fahren konnten. Was haben wir noch vor dieses Jahr? Auf jeden Fall erstmal noch wird ein Video kommen über die GoPro-Montage am Helm mit Mikrofon. Ich denke, das wäre dann einfach der nächste Schritt. Klar, wenn jetzt Kameras nach vorne, nach hinten, die 360-Grad-GoPro, da denke ich, der nächste Schritt wäre dann an die Montage am Helm mit Mikro. Einfach, dass wir unterwegs ein bisschen quatschen können und ich ein bisschen was erzählen kann während dem Fahren. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das, ob ihr meint, dass das vielleicht was wäre, wenn wir so unterwegs dann ein bisschen reden können, oder sagt ihr, nee, das bringt gar nichts, das verwirrt nur. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Die Strecke, die wir heute fahren wollen, ist recht überschaubar. Wir werden bei uns wieder in Bietigheim-Bissingen starten und dann nach Welzheim, Schwäbisch Gmünd, nach Geislingen an der Steige und von dort aus dann wieder zurück über Schorndorf. Und ja, mal gucken, ob wir vielleicht noch einen kleinen Abstecher über die Löwensteiner Platte machen, den Motorradaussichtspunkt. Und da würde ich sagen, wir starten einfach ohne viel Gelaber von mir. Genießt einfach die Fahrt mit vielen Kurven. Viel Spaß, bleibt dran.